Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Ja, wie ihr hier gerade bei mir sehen könnt, es gab ein neues Update im Spiel und da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Zumindest gab es kostenlose Add-ons, Opfergaben und Perks, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben natürlich alle vollgeballert mit was alles so geht. Und wir probieren es einfach mal aus und mal gucken. Ich glaube, es wird Spaß. Wie hat er jetzt alles wieder rausgeschmissen bei mir? Was? Ich hoffe nicht. Hast du eine neue Figur gewählt? Deswegen? Nö. Ist jetzt auch was. Ich habe eins drin, das langt jetzt erstmal. Okay. Ich würde sagen, dann ich sehe aber, dass du auf jeden Fall was in der Hand hast. Also ja, in der Hand habe ich was, ja. So wie ihr alle was in der Hand habt. Einer mit Werkzeugkiste, einer mit Heilung. So, jetzt geht's los hier. Oh. Weise ab. Und das andere wird nicht angezeigt. Ja, das ja. Was eine Schweinerei. Und ich habe ja auch was Geheimes. Na, er hat bestimmt irgendwas genommen, dass unsere Sachen unwirksam sind oder so. Nee, natürlich nicht. Würde keiner tun. Nein. Nee, das niemals. Ja, wollen wir mal schauen. Seht ihr gleich unten links, ob eure Perks aktiv sind oder nicht? Ja. Abwarten. Aber jetzt haben wir es ausgewählt und es läuft gar nicht. Hauptsache, wir haben uns Stunden damit beschäftigt, dies auszuwählen. Ja, echt mal. Das wäre es jetzt so. Wird schon. Aber zuerst mal Dead by Ladebildschirm. Ja, wie immer. Es lädt ja wahrscheinlich fünfmal so lange, weil ich mal ganzen Perks und Addons laden muss. Ja, echt mal. Oder bei irgendwem schmeckt gleich das Spiel ab. Geh schon, komm. Immer so ein Glück. Geht das auch schon so komisch kommen? Mein PC hört sich nebenbei schon an wie ein Traktor. Der Lüfter so komisch tackert. Oh, haben wir eine neue Map? Gestörten Abteilung. Doch. Nee. Aber Krotus brennt Zuflucht, oder? Die ist davon anders, oder nicht? Keine Ahnung. Also ich habe meine Perks. Ich habe alle Perks drin. Ich konnte mich gerade nicht bewegen, aber jetzt geht's. Hat er die anderen wieder rausgeschmissen. Naja, muss ich gleich nochmal gucken vielleicht. Ja. Melkwürdig. Man weiß es nicht. Oh, bei mir wird jetzt unten irgendwie. Bei mir wird unten jetzt so. Bin ja rund um meinen Namen angezeigt. Rund um deinen Namen? Stimmt. Ja. Nur bei mir oder bei euch auch? Ja, ich sehe es auch. Also bei mir siehst du es, oder? Ich sehe es bei dir, ja. Das sind so krallend, wie als wenn diese Todesdinger. Okay. Rika! Ja, Mann! Es tut mir leid. Nein! Ja, aber selber nicht besser! Was ist das für eine Lache? Nein, eine böse. Die Lache des Killers, dabei ist Strahle noch gar nicht der Killer. Ja, Alter, geh da schnell, ey, willst du mich verarschen? Ist es Michael? Ja. Ach, ja. Na, toll. Fuck, hab ich erschrocken. Bist du bei meiner so abpfiffen wie Pidgey Pfeil? Zieh mal ein bisschen nach Hause. Nein. Oh, und schon hängt der Erste. Na toll, ey. Ich bin erschrocken, ey. Hui. Ich hab mit nichts Bösem gerechnet hier. Nein! Boah! Lalalalala. Ich hab was gefangen bekommen. Toll! Oh, die ganzen Dinger sind so weit weg. Natürlich doof. Ich bin ja auch ein Depp, warum benutze ich nicht meinen Werkzeugkasten? Ich hab doch einen mitgenommen. Hör auf zu wickeln. Nein, wickelt weiter. Nein, das gibt's doch nicht! Ich glaube, es war knapp, oder? Ja, mehr als knapp. Danke, Schnucki. Hallo! Bin mal zufällig vorbeigekommen. Jo. War natürlich jetzt. Was schreien hören. Kann man natürlich nicht wieder rein. What the fuck, einfach nur. What the fuck? Ja. So, jetzt aber. Wo seid ihr denn? Na da.
So, ich trinke Uso. Was macht ihr so? Uso mit den Freunden? Ich bin hier ganz alleine auf dieser fuckrigen Karte, ey. Oh. Fuckrige Karte? Wie kommt die mir so anders vor, die Karte? Ich weiß auch nicht. Meine ich ja, die ist nichts Genaues anders. Weiß man nicht. Ja doch, ich meine... Ist mir gerade aufgefallen, hast du nur einmal hinschlagen müssen und bist in den Boden gelegen. Dami? Ja? Hast du nur einmal hinschlagen müssen und wir sind am Boden gelegen? Weggezogen, ja. Da hat er euch vom Generator gecasht quasi, oder was? Nein, mich hat er von Rika gecasht. Ach so. Ja, bei diesem Weg, also wenn er euch wegzieht von irgendwo, dann hat er euch direkt... War bei mir ja in der letzten Aufnahme auch schon so. Ja. Wo seid ihr denn? Da hier gerade beim Generator, hast du den gesehen? Am Generator, also ich hab gleich wieder einen fertig. Sag mal. Mann. Schräubchen hier, Schräubchen da. Ich werd bekloppt. Ach, das ist doch wunderbar. Noch ein Schlauch hier ran und ein Schräubchen daran und fertig. Ich werd heute nicht alt, ey. Michel ist gerade dort hier unterwegs, jetzt geht er gerade durchs Haus. Ja, zu spät, ich bin schon längst weg. Ja. Schaut er wieder, sieht er einen wieder. Natürlich. Alter, hör auf zu suchen! Lauf! Da hört er einfach nicht auf, die blöde Kiste zu suchen, ey. Ich glaube, es hackt. Komm her! Niemals! Ach komm schon! Nein! Das ist ja wohl nicht wahr. Egal, ich helfe dir kurz. Ah! Drecksau! Lass mich mal schauen. Oh, Mann, da wollte ich gerade das Ding zumachen, da kommt er schon um die Ecke gejumpt, ey. Ja, genau. Kannst du knicken, du hässlicher Vogel. Bewegel mich hier eiskalt von deiner Schulter. Ah, toll, doch. Natürlich nicht, weil direkt ein Haken vor seiner verkackten Nase hängt. Ich sehe hier so viel Blut. Aber wahrscheinlich ist er wieder frei, den kenne. Toll. Vielleicht lassen sie mich auch einfach zurück, weil sie schon die Ausgänge offen haben. Kann euch leider auch gerade nicht sagen, in welche Richtung er sich verdünnisiert hat. Ja, aber ihr seid eh noch weit genug weg, also... Bin viel zu weit. Ja, auf jeden Fall noch hinterm Haus, das ist schon ein Stückchen. Ja, genau. Hinterm Haus. Ja. Ich hab ja nicht gesagt, von welcher Blickrichtung aus. Ich hab voll die guten Perks gehabt, das ist zum Kotzen, aber ihr natürlich auch, deswegen. Das ist natürlich. Na. Wir sind die Gummibären, hüpfen hier und dort und überall. Okay. Das sind die Gummibären. Natürlich seid ihr nicht bei dem Ausgang. Ich müsste jetzt erstmal wissen, wo überhaupt ein Ausgang ist, weil... Ui, Fuggi! Fuggi! Fangt der auch schon an. Gerade, ich bin an einem Ausgang und es ist der falsche. Natürlich hast du ihn nicht geöffnet. Ich hab den anderen geöffnet. Ach, wie uncool ist das denn? Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Och, scheiße! Da ist er ja. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Als ob du das nicht gesehen hättest. Verarschen kann ich mich alleine. Ich kann dich nochmal loslassen wieder. Da. Ja. Konnte doch. So kannst du dich loslassen. Ah, cool, das geht ja. Komm mal her. Was? Komm mal her, mein Freund. Was? WTF? Hab ich jetzt erst gesehen. Was? Nimm das Messer da raus, sag mal. So, tschüss. Okay, Rika. Sag, das hab ich zu spät gesehen, verdammte Axt. Rika, was war das denn? Bist du? Rika, ich hoffe, du bist beim Ausgang. Ich bin nämlich tot. Ja. Ich glaube, das konnte ich schon viel früher machen. Mir gefällt das nicht. Lauf! Rika!
Ich bin da draußen! Ja, ich bin ja beim anderen Ausgang, ich warte ja hier auf ihn. Na komm, lauf du auch. Oh, ernsthaft? Du ja, natürlich. Nee, ich gehe ja schon. Hast du spät gesehen, dass ich ja töten konnte mit einem Schwung? Wie kacke ist das denn, wenn der Killer einen sofort töten kann? Ich weiß nur nicht, wie oft das geht. Egal, selbst wenn es nur einmal geht, das finde ich scheiße. Aber war schon geil, einmal so Kehle durch. Oder und dann unten noch und überall und keine Ahnung. Hä? So, Rika, schau mal in deine Perks. Hochgehoben und mir das Messer durch die Brust gestochen. Bei mir war nichts mit Kehle durch. Ah, nee, war was hatte ich denn jetzt alles? Den hatte ich. Ich bin schon mal bereit. Ja mal nicht so nett. Ich war ehrlich etwas schockiert gerade. Das war neu. Uncool. Echt uncool. Ich fand's nett. Nee. 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 So gar nicht. Bin gespannt, was mein Killer dann alles kann. Ich meine, das war schon nett, aber du weißt, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, ne? Kev, es wird gleich noch besser. Na, super, danke. Hast du dir wenigstens zwei Killer konfiguriert, Kami? Oder kommt jetzt wieder, Michael? Das verrate ich nicht. Lass uns so überraschen, ne? Und weil er gleich bereit gedrückt hat, entweder hat er sich im Vorhinein schon zwei konfiguriert oder es kommt einfach wieder Michael. Er liebt doch seinen Michael. Ja. Kommt er dafür jetzt auch zweimal in ein schwarzes Büchlein? Ja, natürlich. Er kommt in das schwarze Büchlein vom Kettensägenmann. Juhu! Es fehlt noch einer bereit, ne? Ja, ich denke, Rika muss ihre Perks wieder. So, ich glaube, jetzt sollte er es angenommen haben. Hoffen wir mal. Also, das war ja höchst unerfreulich gerade. Wieder dasselbe. Ja. Gucken wir mal. Man kann die gar nicht so schnell durchlesen, die ganzen Dinger, die immer da angezeigt werden. Das ist nur irgendwas mit Verbrennung gelesen. Was ist, dass ich mein Material und meine Perks nicht verliere? Aha. Ja. Das ist praktische Sache, das. Ja. Oder, und die Sachen verbrauchen sich nicht. Die Sachen verbrauchen sie. Echt, nicht. Das heißt, du hast Wechselkasten, der unendlich geht, oder was? Ja. Boah, Alter. Ernsthaft? Ja. Kein Wunder, dass es so schnell ging. Gell? Ich habe schon den großen genommen, aber der hat sich natürlich dann verbraucht beim. Meiner hat sich überhaupt nicht verbraucht die ganze Zeit. Geil ist das denn? Da muss ich gleich mal gucken, das will ich auch haben. Das ist natürlich echt praktisch, das bringt dir richtig Zeitersparnis. Mhm. Alter Qual. Ich habe auch drin zum Beispiel Selbstheilung, ich kann mich selber heilen. Hm, das habe ich auch. Das habe ich eben auch einmal benutzt, deswegen ja, ich auch. War ich auch schnell wieder fit. Ich habe auch hier die eiserne Wille drin. Das unterdrückt dein Gejammer, wenn du verletzt bist. Sehr praktisch. Mhm. Ich bin's. Kuckuck. Das war knapp. Hinten. Ach, lass mich raten, er hat die Aura-Lesefähigkeit auf 10 Milliarden Prozent und sieht uns alle. Nein. Ich sehe euch nicht. Ne, du siehst nur Strahle, ne? Oh. Hm? Der hat einen Perk für Strahle drin, ja. Mhm. Das ist mir scheißegal, ich habe einen Strahle-Hunter-Perk. Ich habe einen super Shield-Mode. Mit wem ist er denn eigentlich unterwegs, Strahle? Na, mit wem? Michael. Ach, wirklich wieder mit Michael, ja? So. Boah, jetzt habe ich dich wirklich nicht gesehen. So, komm mal her, mein Freund. Oh. Komm mal her. Sag bloß, du kannst die Fähigkeit gleich von Anfang an nutzen. Ja, kann er. Boah. Ja, den Schrei habe ich gerade wieder erkannt. Das ist ein Bild. So, jetzt wollen wir es nochmal richtig spielen. Das missfällt mir aber hart. Ja auch. Jetzt wollen wir das doch mal richtig spielen hier. Jetzt wollen wir das mal richtig spielen. Oh. Ah, fuck! Mann, davor jetzt war ja nur aber. Kinderkram. Ach,
Schrauben drehen, modern drehen. Verdecken, hinten in der Werkstatt. Schnell wieder weg, weil ich Schiss habe, dass er gleich kommt. Nee, er war grad. Ich darf nichts. Egal, er ist jetzt mutig, weil er Leute massakrieren kann, ohne sie an den Haken hängen zu müssen. Ich weiß auch nicht, ob das immer geht bei ihm. Hoffentlich nicht, das wäre ganz schön beschissen. Wäre wirklich beschissen. Oh, natürlich. Von wegen. Ich sag's doch, er kommt. Das geht so schnell. Was ist hier los? Ich war da auch schon mal besser mit, du. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab dir doch genau ins Gesicht geleuchtet. Ja. Das kennst du, die Taschenlampe, die klappt doch irgendwie nicht immer so wirklich. Geh weg von mir, du hässlicher Kackvogel. Ne. Verpiss dich. Wenn er das gleich wieder mit dem Messer macht, dann deine Mama hat dich überhaupt nicht lieb gehabt. Doch. Rika, lauf weg. Ja, ich kann nicht. Oh Gott, oh Gott. Hallo Rika, komm mal her. Da kann das wirklich dauern. Ja, wie kacke ist das denn? Das wusste ich vorhin auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es kann, dass ich diesen Perk aktiviert habe. Das ist es ja, das wusste ich nicht. Ja, aber das ganz ehrlich, der Perk ist doch mal hart für den Arsch. Ich wollte einfach mal testen. Ja, ich wollte mal testen. Ja. Wo ist er denn jetzt hingelaufen, verdammt? Würde ich dir auch gerade verraten. Da. Oh, Scheiße. Verdammte Hacke, ey. Geh, wo du wohnst. Gehen die Perks von alleine an, ja, ne? Ja. Ja. Außerhalb Selbstheilung oder so. Aktiv. Ja. Ich bin jetzt hingelaufen. Scheiße, jetzt hab ich ihn verloren. Weil du bist mit ihm spielen. Ja, ja. Das ist aber nicht so gut. Was sag mal. Wo ist er denn? Werd ich dir auch gerade verraten. Ja, komm, mach mal. Auf ein neues. Ich habe ihn echt nicht gesehen. Nein! Ja! Komm her. Gut, dass du dich gerade geheilt gehabt hast. Ja. Hallo. Nein. Komm her. Nein. Ach komm. Verpiss dich. Nein. Doch. Nein, komm. Ja, ich komme bestimmt nicht. Bin ein bisschen schneller. Kannst du gut knicken? Diabolik 2 bin ich jetzt. Ach, du bist Arschfick 2. Na! Direkt davor natürlich. Ne? Ach, da vorne liegt Rika. Na, komm, bring mich um, mach hinne. Du Langweiler. Ja, wir haben mal auf die Schulter geklopft. Nochmal auf die Schulter klopfen. Also, das Perk ist echt der Arsch. Ich kann dir mal erzählen, was ich noch so habe, hatte. Bisschen Jade unten. Das eine ist, ich höre so ein, das klingt eigentlich eher wie so ein Killergeräusch, höre ich dann, als wenn er atmet. Das höre ich, wenn ihr in der Nähe seid. Ohne wenn, auch noch nicht mal, wenn ihr verletzt seid, auch so. Ja, du hörst uns aber dafür nicht, wenn wir verletzt sind. Das hat jeder das von uns gesehen, was ich gesehen habe. Keine Ahnung. Achso, okay, aber so höre ich das denn. Dann habe ich halt dieses, dass ich alle Überlebenden mit bloßer Hand töten kann. Das habe ich gerade gemacht. Ach was.
Dann habe ich, genau, es ist dieses Flüstern. Du hast eine ansatzweise Ahnung von der Stimme des Entitus. Höre vereinzelt das Flüstern des Entitus, wenn du im Umkreis von 32 Meter eines Überlebenden stehst. Dann spiele mit deinem Essen. Du suchst einen Überlebenden heim. Jedes Mal, wenn du deiner Besessenheit nachgehst und sie entkommen lässt, erhältst du einen Bonus bis hin zu maximal 3 Boni. Jeder Bonus verbessert deine Bewegungsgeschwindigkeit um 5%. Aha. Aber jeder Offensivangriff verbraucht einen Boni. Okay. Dann Schattengeborener. Du hast eine scharfe Sicht im Dunkel der Nacht. Deine Sicht ist heller um 20% und dein Blickfeld ist deutlich größer als normal. Hochsensibel gegenüber Licht erblindest du 50% schneller als normal und benötigst 75% mehr Zeit, um dich davon zu erholen. Ja, super. Bringt allerdings nicht viel, wenn die Taschenlampe nicht wirklich trifft immer, ne? Naja, ich habe dir schon direkt ins Gesicht beleuchtet, aber es hat gar nichts gebracht. Und deine große Stärke erlaubt dir, die Abwehr deiner Opfer zu durchbrechen. Zerstöre heruntergefallene Hindernisse 40% schneller. Dann diese Opfergabe ist halt, das war die Geheimheit ist, alle Überlebenden zu töten. Okay. Lose Hand. Dann duftendes Haarbüschel, ein Büschel blonder Haare, das jemand im Kopf, ist ja egal. Unbegrenzte Dauer von Diabolik 3. Nimmt also nicht ab. Allerdings erhöht enorm die erforderliche Menge an Diabolik zum Erreichen. Das heißt, ich muss länger jemanden stalken, um überhaupt Diabolik 3 zu erreichen. Ja, und billige Ohrringe erhöht leicht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Stalken. Das heißt, wenn ich stalke, bin ich auch noch ein bisschen schneller. Das sind die, die ich hatte. Mhm. Also schon ein bisschen mies. Wie gesagt, mit der Opfergabe wusste ich zuerst nicht. Ziemlich mies, ja. Deswegen, als ich dich genommen hatte, ich gesehen, hey, da unten steht so viel, nochmal fallen lassen und dann, oh, töten. Stimmt, da war ja was. Und das kann ich halt mit jedem machen. Das ist schon echt mies mit jedem. Ja. Das ist schon echt krass, also... Okay. Aber gut, aber wie gesagt, ich lege sie nicht mit einem Schlag nieder, außer halt, wenn ich sie wegzehre. Ja. Wegzehren ist halt vom Generator oder wenn du jemanden vom Haken runterholst, dann sind sie halt sofort, dann kann ich sie sofort töten. Das ist natürlich dann... Also schon mies, ja. Ich finde es aber generell ziemlich overpowered, weil du es halt unbegrenzt oft machen kannst. Ja. Wenn du es jetzt einmal pro Runde anwenden könntest, es wäre noch okay. Ja. Aber so hast du ja im Endeffekt gar keine Chance mehr, irgendwie deine Mitspieler noch zu retten oder so. Aber ich würde sagen, wir probieren mal. Allerdings ist das eine Opfergabe, das wundert mich. Die Opfergabe ist doch eigentlich, wenn ihr schafft zu entkommen, oder nur ein paar, glaube ich, dann doch eigentlich weg. Oder ist doch wie bei euch doch auch, wenn ich euch töte, im Normalfall. Oder ist es auch jetzt ein Bug, dass ich es jetzt wieder hatte in der zweiten Runde? Nee, das ist kein Bug, aber das ist für normale Runden gültig. Also bei solchen Runden ist es sowieso egal. Achso, da hast du es wohl immer, ne? Ja. Aber gut, wer weiß, wann ich wieder rauspatchen, ne? Ja, weil Rika hatte ja auch früher immer den Kreidebeutel. Der wäre ja normalerweise auch weg. Ja, stimmt. Ja gut, das war's für diese Runde. War mal ganz lustig zu testen. Ich werde gleich nochmal ganz kurz auch einen Überlebenden von mir, da habe ich ja noch nicht gemacht, weil ich jetzt Killer bin, einmal kurz ein paar Sachen reinhauen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.